In dieser Legung, in dieser Tarotlegung erwartet dich eine Nachricht von deinem Gegenüber, eine Nachricht von einem sehr wichtigen Menschen, eine Nachricht von einem Menschen, der dir auf diesem Wege ein paar Informationen liefern möchte. Ja, vielleicht geht es einfach nicht anders momentan jetzt. Und das ist diese Legung für dich. Dieser Mensch hat dir etwas mitzuteilen, möchte dir was sagen. Und das ist halt so diese Legung dann in dem Falle für dich. Sonnige Grüße schicke ich dir. Es freut mich sehr, dass du jetzt hier bei mir bist, dass du zu mir gefunden hast, dass du diese Legung gefunden hast. Und vielleicht hast du jetzt schon jemanden im Kopf oder im Herzen oder du trägst jemanden die ganze Zeit im Herzen. Das ist der Mensch. Ja, das ist der Mensch. Das ist die Nachricht von diesem Menschen, von diesem Gegenüber. Und bedenke, es ist eine allgemeine Legung und es kann sein, dass hier, was hier gesagt wird, nicht alles komplett für dich gedacht ist, aber ein Teil ganz bestimmt, ansonsten wärst du nicht hier. Ich mische jetzt für dich die Karten, die Nachricht von deinem Gegenüber. Was möchte dir dein Gegenüber mitteilen? Was hat er oder sie Wichtiges dir zu sagen? Königin der Stäbe, ganz zum Schluss, du bist meine Sonne. Du bist diejenige oder derjenige, der hier sehr viel Kraft ist. Du bist für mich jemand, wenn ich dich sehe oder wenn ich mich an dich erinnere, dann habe ich so Wärme, Wärme im Herzen und ich erinnere mich an schöne Dinge, die wir gemeinsam erlebt haben. Du bist jemand, der Ziele hat und Ziele verfolgt, jemand, der sehr erfolgreich ist. Zumindest, ich weiß nicht, ob du dich selber so siehst, ja, aber so sieht dich dein Gegenüber als jemand, der Erfolg hat und Ziele hat. Und diese Ziele werden erreicht. Vielleicht mehr oder weniger, aber schon im Großen und Ganzen ja. Du hast vielleicht auch sehr viel zu tun, du hast viel zu erzählen, du hast viel zu sagen, du hast vielleicht auch Einfluss. Ich weiß nicht, ob auf dein Gegenüber oder generell, aber ich bekomme hier so Einfluss haben auf Dinge, Dinge beeinflussen können, aber oft nicht auf negative Art und Weise, sondern sehr positiv, ja. Und du hast auf mich eine magnetische Anziehungskraft, wie Motten zum Licht. Ja, das möchte dir dein Gegenüber jetzt erstmal so ganz schnell sagen. Aber ich möchte hier die anderen Karten noch aufdecken. Dazu komme ich noch später. Oh, zwei der Kelche. Also das könnte jemand sein, für den du etwas empfindest oder der Mensch empfindet etwas für dich. Zwei der Kelche, das ist ein Paar. Also ihr könntet zum Beispiel auch verbunden sein, vielleicht nicht romantisch, vielleicht beruflich oder durch irgendeine Angelegenheit, ja. Aber der Mensch mit dem Magier und oh, mit den zwei der Schwerter, oh, der Mensch denkt an dich. Und der Mensch hat in Bezug auf dich Wünsche und Träume. Und er oder sie weiß, dass diese Wünsche und Träume sich verwirklichen lassen. Dass hier irgendwie so Manifestationskraft da ist. Ich weiß nicht, vielleicht bist du jemand, der sehr leicht manifestieren kann. So sieht dich zumindest dein Mensch. Ja, dieser Mensch sieht dich so. Für dich ist nichts so sehr schwer und kompliziert. Du kannst Unmögliches möglich machen. Vielleicht bist du auch jemand, der so ein bisschen viel nachdenkt, überlegt. Vielleicht hast du dich bei deinem Gegenüber schon seit längerer Zeit nicht gemeldet oder dein Gegenüber hat sich bei dir nicht gemeldet. Ich habe hier nämlich die zwei der Schwerter. Das ist so ein bisschen so ein X. Ja, also passiert nicht viel. Man überlegt eher, man hält sich zurück, man denkt nach, überlegt und ich habe das auch so für von deinem Gegenüber. Ich hoffe auf ein Wunder. Mit dem Magier. Ich hoffe auf ein Wunder. Dein Gegenüber manifestiert dich ganz, ganz stark. Er oder sie möchte dich,
haben in irgendeiner Form in seinem Leben, bei dieser Angelegenheit, bei diesem Treffen, bei dieser Aktivität. Vielleicht ist es, wie gesagt, etwas Romantisches. Ja, dann möchte man mit dir zusammen sein. Definitiv hier diese erste Karte, diese beiden Menschen, die miteinander verflochten, verwoben sind. Dein Gegenüber denkt hier und möchte dir das auch sagen, dass eure Schicksale in irgendeiner Form so miteinander verflochten sind. Das ist noch nicht das Ende. Es kann sogar noch der Anfang sein von allem. Ich weiß nicht, inwieweit ihr euch kennt, wie lange, wo ihr euch gemeinsam zusammen befindet. Ja, vielleicht schreibst du mir das in die Kommentare. Aber dein Gegenüber weiß hier auch, dass ihr irgendwie so das möglich machen könnt, dieses Zusammensein oder zusammenarbeiten oder zusammen diese Dinge gestalten. Und euch beiden, wenn ihr beide die Kräfte zusammenbündelt, dann kann euch das Unmögliche auch möglich gemacht werden. Also, dass ihr gemeinsam zusammen das Unmögliche schafft, weil du kannst es ja schon. Also, du könntest so ein bisschen mehr Kraft auf diesen Menschen übertragen und dann kann er das auch oder sie. Ja, das kann hier ein Sie, eine Sie sein, ein Er. Ja, und das war ein Signal. Ich weiß nicht, das ist irgendwie ein Signal gewesen. Das erste Mal bei mir in den Legungen. Also das ist hier schon von großer Bedeutung und ich wundere mich nicht, weil ich habe hier den Magier. Ja. Ich möchte eine magische Zeit mit dir erleben. Das möchte dir dein Gegenüber hier mitteilen. Ich möchte mit dir zu zweit irgendetwas erleben, machen, gemeinsam die Zeit mit dir, nur mit dir. Vielleicht sind da auch immer irgendwie andere Menschen dabei, ja? Und dein Mensch hat dich niemals für sich alleine. Und das möchte er oder sie dir hier mitteilen, dass das schön wäre. Und er oder sie wartet hier, bis es soweit ist, ja? Ich warte hier. Ja, das kann auch sein, dass dein Mensch hier darauf wartet, dass hier, wie gesagt, ein Wunder geschieht. Das kann hier auch eine Rolle spielen. Und jetzt komme ich zu der zweiten Karte. Die Herrscherin. Du bist für deinen Gegenüber die Herrscherin. Der Mond, die Sehnsucht. Wie gesagt, dein Mensch denkt intensiv an dich. Du kommst in seinen oder ihren Träumen vor. Du träumst du von deinem Gegenüber? Könntest du mir in die Kommentare schreiben, wenn das der Fall sein sollte? Ja, und aber ich habe das hier so, dass er oder sie hier von dir auf jeden Fall intensiv träumt. Ich weiß nicht, ob du das möchtest oder nicht, aber das ist eine Nachricht von deinem Gegenüber und ich deute einfach nur für dich halt die Karten. Ich habe hier so die Sonnenblume, ich habe hier den Mond, ich habe hier das Aufblühen. Also dein Gegenüber wünscht sich hier mit dir etwas von Dauer, von Bestand und möchte mit dir etwas in die Wege leiten, möchte mit dir etwas anfangen, möchte mit dir etwas pflanzen und daraus soll ein wunderschöner Garten werden, der nur euch beiden gehört. Du bist für deinen Gegenüber hier noch eine stärkere Karte als die Königin der Stäbe, weil die ist egal, ob du ein Mann oder eine Frau bist, ja? Du bist hier die Königin der Stäbe schon, ja, das ist schon jemand super starkes, super intensives, vielleicht bist du ein Feuerelement, muss aber nicht sein. Du kannst auch Wasser sein oder Luft habe ich auch hier. Vielleicht dein Gegenüber. Wasser, Luft oder Feuer. Erde habe ich momentan noch gar nicht. Naja. Aber ich habe hier die Herrscherin. Du kannst dich nach den Sternzeichen richten, musst aber nicht, ja. Das ist nur so eine kleine Hilfe, wenn man das braucht. Aber wenn du in Resonanz gehst und du bist zum Beispiel ein Erdzeichen, dann ist hier auch was für dich dabei, ja. Das ist nun mal so. Ansonsten würdest du diese Legung dir gar nicht anschauen. Du würdest diese Legung ignorieren einfach, ja. So, du bist die Herrscherin. Du hast hier das Sagen, alles hört auf mein Kommando. Bist du bestimmerisch? Vielleicht sieht dich dein Gegenüber so ein bisschen oder sehr stark. Alles muss so sein, wie ich es mir vorstelle. Ja, so die andere Seite kann natürlich auch was sagen, aber wenn ich das nicht gut finde, dann nicht. Ja, wir können hier Kompromisse eingehen, aber
Das ist so ein bisschen aber. Bist du vielleicht bestimmerisch oder vielleicht nimmt dich dein Gegenüber als so ein bisschen dominant wahr? Vielleicht bist du das gar nicht, aber das kommt hier so durch wegen deinem Gegenüber. Ja, vielleicht empfindet dein Gegenüber dich hier so. Aber auf der anderen Seite, sagen wir mal so, das ist nicht das, was so bei dir los ist, ja? Dann bist du sehr mütterlich. Du kümmerst dich. Du hältst die Zügel in den Händen, aber nicht straff. Du lässt den Raum, der andere hat Raum, sich auch zu entwickeln. Du entwickelst dich, du bringst alles in die Entfaltung. Es blüht und gedeiht alles um dich herum. Alles, was du anfasst, wird gut, wird zu Gold, blüht auf, ja. Also ein grüner Daumen, sowas bekomme ich hier vielleicht für jemanden da draußen. Vielleicht hast du einen Garten, vielleicht hast du einen grünen Daumen, vielleicht hast du einen Balkon mit vielen Pflanzen oder zu Hause. Sehr viele Pflanzen. Kann so sein, dass du das hast, ja? Also schon erdverbunden hier zum Beispiel. Also du könntest auch ein Erdelement sein, was mir hier gezeigt wird. Ich habe mit dir was vor, möchte dir dein Gegenüber sagen. Ich habe mit dir, mit uns beiden, was vor. Was ist das? Was hat er oder sie vor mit dir? Die Angst überwinden. Angst überwinden vor Liebe. Angst überwinden vor Liebe und sehr viel Spaß haben. Das hat dein Gegenüber mit dir vor. Also ich habe hier auch Freundschaft, ja. Das kann auch Freundschaft sein, freundschaftlich hier unterwegs sein, gemeinsam zusammen. Man hat ein gutes Gefühl, der Page der Kelche, die drei der Kelche und die neun der Schwerter. Also dein Gegenüber hat ein super gutes Gefühl in Bezug auf dich. Aber Angst und diese Angst werde ich überwinden. Meine Bedenken werde ich zur Seite schieben. Ich werde nicht mehr so drauf achten. Ich werde nicht mehr so drauf hören. Ich werde auch nicht auf andere hören, die mir das Ganze madig machen möchten. Ja? Die mir das Ganze mit dir schlecht machen möchten. Weil ich habe hier nun mal die drei der Kelche. Also es könnten auch Personen da sein, die so ein bisschen Negatives da irgendwie in Bezug auf euch beide, da irgendwie so, ja, Gerede oder vielleicht auch dich im schlechten Licht dastehen lassen möchten, ja. Aber dein Gegenüber sagt hier, nee, ich werde nicht drauf hören. Ich habe ja selber Augen. Ich kann mir das Ganze selber anschauen. Ich habe meinen Verstand, ja, die Schwerter. Ich kann auch nachdenken. Ich muss mir nicht sagen lassen von anderen, was ich zu tun habe. Und ich habe hier bei dir ein super gutes Gefühl. Bei einigen, ich habe mich in dich verliebt, falls das romantisch ist. Ist dein Gegenüber hier schon mit Gefühlen, aber nicht nur hier Gedankenträumereien, sondern auch begleitet von Gefühlen, ja? Starke, intensive Gefühle der Page der Kelche. Was hat er oder sie vor? Möchte auf dich zukommen und dir die Liebe gestehen oder sagen, hey, wir passen perfekt zusammen, lass uns zusammen loslegen in irgendeiner Form. Lass uns zusammen Spaß haben, lass uns zusammen das Leben genießen. Lass uns so ein bisschen auf so eine spielerische Art und Weise uns kennenlernen zum Beispiel, ja? Oder diese Arbeit oder diese Angelegenheit spielerisch so umsetzen. Ich habe ja sehr leichte Energie, die da durchkommen möchte, sehr verspielte. Ich höre Lachen, ich höre ja so Liebesgeflüster, höre ich hier auch. Also das soll hier alles, also das hat dein Gegenüber hier mit dir vor. Die Ängste über Bord werfen, weg damit. Schlaflose Nächte sollen endlich aufhören. Man möchte einfach mit dir eine super, super gute Zeit haben oder schon mit dir hier in eine Verbindung gehen. Ja, das hat er oder sie mit dir vor, in eine Verbindung gehen. Und das zeigt er oder sie hier auch mit diesen zwei der Kelche, sich mit dir verbinden, verwoben, verflochten. Wir gehören zusammen. Das ist der Wunsch von deinem Gegenüber. Ja, das habe ich hier für dich. Das lege ich so hier hin. Das möchte er oder sie dir hier auf diesem Wege mitteilen. Und dann habe ich hier die krasse Sehnsucht und die Träume. Du träumst von deinem Gegenüber, dein Gegenüber träumt von dir. Du träumst nicht von deinem Gegenüber, aber dein Gegenüber träumt von dir. Ja? Das habe ich hier. Aber irgendwo ist es hier so ein bisschen, ja, Unklarheit. Etwas ist unklar. Ich weiß nicht, ob in der äußeren Welt oder im Inneren bei deinem Gegenüber ist irgendetwas noch nicht ganz klar. Ich schau mal. Ja, auf Nummer sicher gehen. Oh ja, Sicherheit.
Sicherheit zu Lasten der Entwicklung. Ja, vielleicht deswegen auch passiert momentan wenig. Vielleicht habt ihr, wie gesagt, keinen Kontakt, wenig Kontakt. Jeder denkt an den anderen, aber dein Gegenüber macht keinen Schritt auf dich zu. Ja, so in diese Richtung kann es auch hier gehen. Ja, ich bin zu Hause. Ja, möchte dir dein Gegenüber mitteilen. Ich weiß nicht. Ich bin zu Hause. Zu Hause geht's mir gut. Ich habe mich eingesperrt. Ich bin verschlossen. Ich bekomme hier emotionale Verschlossenheit, ja. Vielleicht kannst du das dann besser nachvollziehen, so wie sich dein Gegenüber verhält. Ich möchte Sicherheit. Also hier habe ich die vier der Münzen. Also das ist hier die Sicherheit. Zum Beispiel im beruflichen oder im finanziellen. Vielleicht hat dein Gegenüber nicht so viel Geld. Ein bisschen schon, aber nicht so viel. Ich muss hier auf meinen Beruf achten. Ich muss da hinterher sein. Ich muss darauf achten, dass ich nicht allzu viel verliere irgendwie. Ich bekomme hier auch Verlustangst in Bezug auf vielleicht Finanzen, das Materielle, aber auch in Verbindung mit dir Verlustängste. Vielleicht hat man mit dir noch da gar nichts, aber hat schon jetzt die Angst, dich zu verlieren. Ja. Ah, Blockade, dein Gegenüber ist auch ein bisschen blockiert mit dem Mond. Wird sich aber trauen. Ich bekomme hier so, das möchte dir dein Gegenüber hier sagen. Ja, hier habe ich auch die neun der Schwerter und dann der Mond. Ich werde mich mit dem Pagen, ich werde mich hier trauen. Ich werde auf dich zukommen. Ich werde aus meinem Versteck rauskommen und mich dir zeigen. Und wir sollen dann eine gute Zeit haben. Das sagen hier die Karten, ja. Und dann die Königin der Stäbe. Ich möchte aber noch Orakelkarten. Ach, ich werde erstmal ein, zwei Orakelkarten von deinem Gegenüber für dich ziehen. So, alles durcheinander gewirbelt. Ja, da kommt eine starke Energie rein jetzt. Das war die allererste Karte. Da habe ich die Freiheit. Oh, da ist jemand freiheitsliebend, ja. Die Hoffnung. Also dein Gegenüber hat die Hoffnung noch nicht verloren. Und dann der Übergang, ja. Hier ist es der Übergang. Okay, also Angst, dein Gegenüber hat hier so ein bisschen Angst vor Intimität. Dein Gegenüber hat hier so ein bisschen Angst vor einer intensiven, tieferen Verbindung in irgendeiner Form. Dein Gegenüber hofft hier aber, dass er diesen Sprung schafft, dass er diesen Schritt machen kann, dass er oder sie, dein Gegenüber, also er, ja, aber das kann auch eine Frau sein, dass Bindungsängste, ja, freiheitsliebend, aber diese Freiheit, da ist man jetzt momentan auch gut. Ich hatte jetzt schon meine Freiheit und ich möchte jetzt aber was Festes hier haben, ja. Ich habe Gefühle, deswegen hoffe ich hier auf diesen Übergang, dass ich den Sprung schaffe in diese Verbindung, in diese Zweisamkeit. Ich hoffe es ganz, ganz stark, dass es mir gelingen wird. Vielleicht auch möchte dir dein Gegenüber sagen, ja, ich brauche meine Freiheit, ja. Ich brauche hier viel Zeit für mich. Eine Nachricht wird kommen. Taube in der Hand. Eine Nachricht wird kommen. Sei gewiss, diese Nachricht kommt zu dir. Ich werde mich bei dir melden. Ja, sowieso hier mit dem Pagen, sowieso, ja. Und das wird eine liebevolle Nachricht sein. Eine Nachricht, die Hoffnung macht auf mehr. Oder mit dieser Nachricht hat dein Gegenüber Hoffnung auf mehr. Ja. Also entweder wird die Hoffnung dann bei dir entstehen oder bei deinem Gegenüber, vielleicht auch bei euch beiden eine Hoffnung, ja, durch diese Nachricht, durch diese Information. Vielleicht auch ein Gespräch führen, ja, vielleicht eine Nachricht, ein Gespräch führen hier, aber auf eine liebevolle Art und Weise mit dem Pagen. Ja, ich hoffe, dass ich,
Ja, dass ich den Sprung schaffe, dass ich mich überwinden kann endlich, diese Ängste hinter mir zu lassen, diese Bedenken, diese Befürchtungen. Ja, ich bekomme bei deinem Gegenüber so eine unterschwellige Angst, ja. Angst vor tieferen, intensiven Verbindungen. Soll alles schon auf der Oberfläche bleiben, aber das macht mich jetzt nicht mehr glücklich. Ich hatte schon genügend oberflächliche, komische Sachen, ja, die bei mir nichts gebracht haben. Ich möchte jetzt hier in die Tiefe gehen. Ja, in die Tiefe mit den zwei der Kelche. Ich hoffe, ich schaffe diesen Absprung. Ja, ich pack das Ganze. Weil es liegt an mir. Ja, bist du vielleicht bindungsunfähig? Weil ich bekomme hier auch so ein bisschen jemanden, der nicht bindungsfähig ist. Vielleicht ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger. Ja, wie gesagt, das ist eine allgemeine Legung. Und deswegen, also das ist bei dem einen so ein bisschen mehr, bei dem anderen so ein bisschen weniger. Aber dein Gegenüber möchte halt diese Verbindung. Na gut, die Königin der Stäbe. Hier lege ich noch eine Karte drauf. Das ging jetzt ganz schnell. Aha, die Sieben der Stäbe. Ja, ich möchte mich aus meinem Gefängnis befreien und die Liebe endlich ausleben, die Leidenschaft endlich mit dir ausleben. Du siehst hier, dass jemand die Stäbe aufbricht, aufstemmt. Ich hoffe, ich bekomme so viel Kraft, ich werde so kraftvoll sein, mein mir selbst gebautes Gefängnis zu verlassen endlich, ja. Nur ich habe die Kraft, dieses selbstgebaute Gefängnis zu verlassen, weil ich habe es mir erschaffen und deswegen muss ich es auch niederreißen, ja. Das möchte dir dein Gegenüber mitteilen, ja. Ein bisschen Bedenken, ein bisschen Befürchtungen, herunterschwellig habe ich das die ganze Zeit in dieser Legung. Naja, ich bin jetzt am Ende dieser Legung. Das waren die Botschaften, das waren die Nachrichten von deinem Gegenüber. Das wollte dir dein Gegenüber mitteilen. Ich war sozusagen der Überbringer dieser Nachricht, dieser Nachrichten. Und vielen lieben Dank, dass du hier warst. Wenn du magst, kannst du natürlich meinen Kanal abonnieren, liken, schreib mir einen Kommentar, ob du dich hier wiedergefunden hast, ob du dein Gegenüber hier wiedergefunden hast, ja, ob du in eine Resonanz gegangen bist, würde mich sehr freuen. Vielen lieben Dank an dieser Stelle dafür und ich wünsche dir einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine wundervolle kommende Zeit. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Namaste.